Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind im ewig weit gewesen. Okay, hier können wir auch wieder nicht weiter. In der letzten Folge haben wir Reiser kennengelernt. Und jetzt sind wir hier auf dem Weg. Route 205. Toll, toll, toll. Pachirisu. Was uns, hätte ich gesagt, nur noch nervt. Ich weiß auch nicht, was der nächste Orden ist. Habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Sollte ich mal machen eigentlich. Ich hätte jetzt irgendwie so Flug oder so getippt. Ich muss ja sagen, ich spiele das Ganze blind. Ich habe damals das auch nicht auf dem 3DS gespielt, das Ganze. Also als es nur Perl oder nur Diamant gab. Oder ich glaube Platin war die dritte Edition davon, die dazu gehört in diesem Block. Okay. Das sind alles Angler. Wie genau? Lebendige Vergangenheit. Und anscheinend gibt es Team Galactic hier. Okay. Ist da vielleicht auch das Hauptquartier von Team Galactic? Wir gehen auf jeden Fall erstmal ins Pokémon Center. Wie gibt es hier auch eine Arena? Das hat ja so ein komisches Symbol. Hier ist die Arena. Gucken wir mal. Meisterin der Pflanzen-Pokémon. Okay, dann weiß ich schon, was wir als erstes machen. So. Mit Pflanzen. Kennen wir uns aus, ne? Was haben wir hier? Hat. Ich fahre ja ein Fahrrad, wenn wir hier mitreden. Das Gebäude von Team Galactic. Okay. Wer ist das? TM93, was auch immer das ist. Ach, Zerschneider. Wir können das anscheinend noch nicht einsetzen, weil wir den Orden nicht haben. Was ist das denn für eine Statue? Geburt von Pal. Paralleldimensionen entstehen. Na toll. Wo müssen wir denn jetzt hin? Gehen wir mal in die Arena. Die Arena, hier war sie. Okay. Thank you.
Okay, wir müssen also Leute finden, die sich irgendwo da verstecken. Okay. Ja, ja, einen habe ich schon gesehen. Cookie, das ist doch so eine Kirsche. Jetzt habe ich nie was Level geschrieben. 15. Ich bitte euch. Ist das schon die Edition, wo Rosilia eine Weiterentwicklung hat? Ist das die Edition? Lady auch noch. Wieso ist das nur effektiv für den Knospi? Das muss doch auch ein Pflanzen, das ist ein Gift-Pokémon. Ein Knospi noch immer noch. Wieso rasen wir einfach da durch? Und die tauchen erst auf, wenn... Ja, wenn man den ersten gefunden hat. So, mal sehen, was die hat. Ein Schimmer. Komm, nochmal zum Ding. Das war jetzt einfach. Da oben ist einer aufgetaucht, also.
Schönheit Stella. Nur ein Rosinia. Unser Gildhorn. Wir haben noch einen Gegenkäfer. Ach, den haben wir im Dings aufgesammelt. Den haben wir im Wald aufgesammelt, die Glückspilze. Deswegen. Auf in den Arena-Leiterkampf. Silvana. Drei Pokémon. Dann schneiden wir mal die Kirschen durch. Natürlich hat die einen super Trank. Wieso haben alle Cellast? Natürlich hat sie auch wieder einen Supertrank. Nein. Energiefokus? Nein. Groß. Oh, es, doch, es gibt Deo hier. Weiter kämpfen. Oh, 22. Nicht sehr effektiv. Wie oft macht ihr denn noch Strauchler?
Natürlich. Ich glaube, den kann verlieren. Weil sie hat noch einen Super Trank. Mindestens. Super. Keine Flugattacke. Die macht auch jetzt nur noch Blütenwürfe. Kleinstein hat es mal wieder gerissen. Das ist aber eine Menge EP. Das war eigentlich mehr Glück. Das sollen Bäume darstellen. Aber also, je schwerer das Pokémon ist, umso mehr Schaden, ne? Zur Preis ist auch mega leicht. Eigentlich. Gut, heilen wir uns erstmal unsere Pokémon. Dann machen wir hier einen Cut, wenn es euch gefallen hat. Don't touch, aber das ist anscheinend diese Folge ein. Bis denn!